Hallo, hier ist Marie und heute nehme ich euch mit in die Stadt. Am Frühling und Sommer gefällt mir besonders, wenn alles so wunderschön grün ist. Das sieht so lebendig aus und ich liebe es einfach. Besonders die Wälder und Parks erinnern mich dann immer an das Buch Der geheime Garten, was übrigens eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Findet ihr nicht auch? Man kann die verschiedensten Pflanzen entdecken, wenn man einfach nur ein bisschen genauer hinschaut. Dann war ich noch in der Buchhandlung und habe für meinen Mann ein Geburtstagsgeschenk gesucht. Ich bin auch fündig geworden und für mich selbst habe ich auch eine Kleinigkeit gefunden. Besonders bei Harry Potter werde ich immer schwach. Ich liebe die Bücher und Filme einfach so sehr. In einer meiner Lieblingsbäckereien habe ich mir dann eine Nussecke gegönnt. Sie war wirklich so, so zart und lecker. Leider hatte das Buchantiquariat an diesem Tag schon zu, sonst wäre ich bestimmt hineingegangen. Es gab sogar ein Buch von Edith Holden, einer meiner Lieblingsautorinnen und Zeichnerin. Dann bin ich noch beim alten Herrenhaus und an der Kirche vorbeigelaufen. Ich bin jedes Mal von alten Gebäuden wirklich überwältigt. Dann bin ich auch schon wieder nach Hause gegangen und gekauft habe ich mir einen Harry Potter Gryffindor-Untersetzer und Charlotte Brontë-Lesezeichen magnetisch. Ich finde sie so, so schön. Außerdem habe ich noch zwei Blumen für mein Herbarium gefunden, die ich auch sogleich gepresst habe. Und ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, Marie.